Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei einer neuen Folge bei Deine Tabletop-Welt mit A Song of Ice and Fire Tabletop-Spiel. Wir machen weiter mit unseren Einheiten unter der Lupe. Heute mal mit den Pyromancers, eine Einheit für die Lannisters. Eine Einheit, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Werdet ihr näher sehen, wenn wir uns mal die Karte genau anschauen. Da sind sozusagen die Zauberer mit dieser grünen Flüssigkeit, die wirklich sehr, sehr explosionsartig ist. Der ein oder andere hat es in dem Film gesehen. Das kam mir wohl öfters mal vor, wo sie diese Flüssigkeit genommen haben, wo dann wirklich alles in die Luft gegangen ist. Und so ist die Einheit auch. Es ist eine interessante Einheit. Die Einheit kostet 7 Punkte. Also wir fangen mal an mit 7 Punkten für die Einheit. Und ihr seht ja gerade schon neben mir die Einheit einmal eingeblendet. Wir gehen einfach mal auf die ganz normalen Einheiten ein. Was habe ich überhaupt? Ich habe einmal die Reichweite von 5. Das ist so ein Standardwert für so eine Einheit. Ich habe ein Schild von 6+, also ich kann nur Treffer blocken auf die 6+, was schon mal sehr hart ist für so eine Einheit. Ihr werdet auch nachher sage ich euch, warum auch das so ist. Ein Moralwert von der 7+, ja, ist jetzt, kann man schaffen, schwierig, ja, ganz gar keine Frage, vor allem wenn ihr auch einen Paniktest oder sowas ablegen muss. Ihr wisst ja, wer schon kennt das Spiel, auf dieser Taktikbrett, was man da spielt, den Intrigenbrett, sage ich es auch immer dazu. Wenn ich dann natürlich die erste Aktion mache, dass ich eine Einheit einen Paniktest abgeben muss und ich mache das dann bei denen, kann ich diese Einheit schon sehr, sehr schwächen. Aber da gucken wir uns das gleich nochmal an. Wir haben diesmal zwei Attacken. Wir haben einmal eine Fernkampfattacke, nämlich hier das Wildfire. Ich habe ja schon bei der ersten Folge gesagt, ich habe leider nur die englischen Karten, weil ich damals mir den englischen Kickstarter geholt habe. Ich weiß nicht, wie dann der deutsche Text ist. Ich werde natürlich die Karten so gut wie es geht ins Deutsche übersetzen. Aber wundert euch nicht, wenn auf eurer deutschen Karte dann was anderes draufsteht. Ich weiß nicht, wie sie übersetzt ist. Manchmal wird es auch ja, schlecht übersetzt. Manchmal, da habe ich das Gefühl, manchmal nur die Google-Übersetzer genommen. Deswegen wundert euch nicht. Also wir haben einmal, wie gesagt, auf der Fernkampfangriff das Wildfire auf einer kurzen Reichweite und wir haben noch einen Nahkampfangriff, auch das Wildfire, ganz normal. Wir gucken uns einfach an, wir brauchen für beide Attacken, egal ob Fern- oder Nahangriff, eine 3+ treffen, was schon mal gut ist, die 3+. Wenn ich habe, und ihr seht, wenn ich die erste Reihe noch komplett habe, also sprich alle drei Reihen komplett habe, habe ich 6 Angriffswürfel. Wenn ich die zweite Reihe noch komplett habe, sind es 5 Angriffswürfel. Und wenn ich nur die letzte Reihe habe, oder in dem Sinne die erste Reihe habe, weil wir ja immer von hinten die Figuren nehmen, nicht von vorne, also wenn ihr Verluste habt, immer von hinten nehmen, weil ja vorne auch meistens eure Einheiten Führer stehen und die wollen wir natürlich nicht als erstes weg haben. Deswegen, wenn ihr Verluste erleidet, immer von hinten nach vorne gehen, dann passt das auch, weil das habe ich letztes Mal ein bisschen falsch erklärt gehabt, da kamen Fragen. Finde ich natürlich auch gut, wenn ihr Sachen seht, die ich vielleicht in dem Video verkehrt rüberbringe, dass ihr mir das dann kurz in die Kommentare schreibt, dass ich natürlich dann auch das verbessern kann. Das ist mir ganz wichtig, nicht, dass ihr dann irgendwie ein falsches Bild von dem Spiel bekommt oder ich vielleicht einen Spielfehler euch falsch sage. Deswegen, wenn euch was auffällt, sofort in die Kommentare, dass ich natürlich darauf reagieren kann. Deswegen immer Verluste von hinten nach vorne gehen. Also, wenn wir dann noch die erste Reihe haben, haben wir dann nur noch 3 Würfel. Es ist viel, 3+, wie das habe ich schon gesagt, 3+ und 6 Angriffswürfel. Weil jetzt kommt das Interessante, wenn wir uns mal diese einzelnen Angriffe angehen. Wir fangen an bei dem Wildfire, also bei dem Fernangriff, Short Range, was wir da haben. Habt ihr den ganz normalen, den Rangefinder, den ihr in der Kundbox drin habt. Und dann schauen wir einfach mal, Verteidiger können keine defensive Safe, also können keine Würfel würfeln, also keine Blöcke würfeln gegen diesen Angriff. Also jede 3+, die bei dem Fernangriff durchgeht, ist ein automatischer Hit. Das macht diese Einheit wirklich sehr stark, weil, wenn wir noch darauf zurückkommen, ne, dieses Feuer, ne, es ist natürlich explosionsartig, man hat keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und so ist es auch bei dieser Einheit eine sehr, sehr starke Einheit, die aber davon lebt, auch nach vorne zu gehen, nach vorne zu brechen. Und natürlich, man muss gucken, dass man halt wirklich Glück hat, wenn der Gegner dann halt diesen Paniktest ansagt mit irgendwas, sagen wir mal, wie gesagt, das Intrigenboard, Taktikboard, wie man so schön sagt, dass ich wirklich noch eine Volleinheit habe, weil die Einheit muss pushen. Die darf nicht so lange warten, die darf nicht hinten bleiben, die muss wirklich nach vorne, sie muss wirklich angreifen, dass sie ihre Spezialfähigkeit hier von diesem Wildfire, den Fernkampfangriff, schon mal durchgeht. Und wenn ich das habe, die haben noch dieses, hier steht dieses bösartige
nochmal extra. Verteidiger müssen nochmal erleiden, nochmal minus 2 auf ihrem Paniktest. Also was wir schon letztes Mal gesagt haben, wenn ich bei einer Einheit habe, wie jetzt hier, ich bräuchte eine 7 plus, um meinen Moralwert zu testen, bräuchte die Einheit dann 9 plus. Wenn ich dann eine 3 plus würfel, wären es dann 3 bis 9 sind 6, ist die Differenz von 6. Also wären es 6 Verluste. Das ist schon mal wirklich stark. Und das ist natürlich auch schlecht gegen diese Einheit. Wenn diese Einheit halt, wie gesagt, mal mit irgendwas einen Paniktest machen muss und irgendein minus 2, minus 1 bekommt, umso schwieriger ist es wirklich, diese Einheit nach vorne zu brechen, diese Einheit vollständig zu haben. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer, diese Einheit zu spielen. Aber wir gucken mal an, was das Whitefire im Nahkampfangriff hat. Hier haben wir nicht wieder das Besonderheit. Wir haben auch mal erstmal wieder, die Verteidiger können sich gegen keine Angriffswürfe von der 3 plus wehren, also keine Saves. Aber haben wir nochmal eine Besonderheit. Bei jeder 1 kriegt der Verteidiger und der Angreifer, also ich, wenn ich diese Einheit spiele, bei jeder 1 verliert der Gegner eine Miniatur und ich verliere eine Miniatur. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich die Einheit eh schon ein bisschen aufgeraucht habe oder noch vollständig habe und ich habe eine 1, normal ist eine 1, ist Katastrophe hier. Hier ist es wirklich nur so, dass die Miniatur kaputt geht und der Gegenüber kaputt geht. Also jede 3 und jede 1 mache ich Verluste bei dem Gegner. Natürlich darf ich nicht so viele Einsen haben, ja, das ist natürlich dann die Einheit auch weg, aber ihr seht mal, wie heftig diese Einheit wirklich ist. Also ich finde diese Einheit wirklich sehr, sehr stark, wie ich schon gesagt habe, schwierig zu spielen, weil man muss wirklich gucken, wie man nach vorne geht, wie ich diese Einheit aufstelle, am besten diese Einheit als letztes aufstellen, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich vielleicht noch viele, viele günstige Einheiten habe, die ich vorher nutzen kann, aber diese Einheit ist so mit, von meinem Empfinden jetzt richtig stark, mit einer der stärksten Einheiten, was die Angriffswürfel angeht, aber einer der schlechteren Einheiten, was die Moralwert und die Schildblocks natürlich angeht, weil die haben natürlich nichts, sie haben keine Rüstung, das sind ganz normale Zauberer mit ihrem Zaubermantel, will ich mal sagen, mit ihrer Bombe da in der Hand, die können sich natürlich nicht wehren. Das ist natürlich auch dieser Unterschied, dass ich diese Einheit, wie ich bei der letzten Einheit unter der Einheit in der Lupe-Folge hatte, da habe ich euch ja mehrere Möglichkeiten gegeben, welchen Commander ihr reinmachen könnt, welche Optionen ihr da reinmachen könnt, also welchen Captain ihr da reinmachen wollt. Diese Einheit würde ich so lassen, wie sie ist. Das macht gar keinen Sinn, hier irgendjemanden mit reinzupacken, weil diese Einheit wirklich relativ schnell aufgeraucht wird, aber auch relativ schnell ihren Auftrag erfüllen wird, nämlich den Gegner zu schwächen, zu kaputt zu machen, alles Mögliche. Aber hier wirklich diese Einheit nur so spielen, wie sie ist, also ganz normal mit ihrer Karte, ohne Upgrades und dann versuchen, flankieren oder direkt nach vorne drauf, versuchen so viel wie mit ihrer Fernangriff, wenn ich in Short Range bin, dass ich da schon mal werfen kann und dann einfach mal gucken, was mir passiert. Weil jede 3 bei dem Fernangriff auf kurzer Reichweite ist ein Treffer und beim Nahkampf jede 3 plus jede 1, die dann praktisch einen Verlust auf meine Miniatur packt und eine Miniatur vom Gegner. Und auch der Nahangriff hat auch dieses Codewort bösartig, wo ich dann auch wieder der Verteidiger wieder ein minus 2 auf seinen Paniktest bekommt, also nochmal schwieriger den Paniktest zu bestehen, was ich bei beiden habe. Also diese Einheit ist wirklich, macht wirklich Spaß zu spielen. Hier, wie man so schaut, die Alchemist, also diese Zauberer, das ist eine Gilde, ja, die haben hier halt ein Geheimnis hier, wunderbare Feuer zu bringen im Haus Lannisters. Wildfire ist eine grüne Farbe, Substanz auf Explosiv Power, also hier auf einer richtig großen explosiven Art, das alles zu machen. Sind Veteranen, die halt keine große Defensive haben, wie ich schon gesagt habe, auch nicht großen Panikwert, ne? Das ist alles nochmal, steht dann hier drauf, auf dieser wunderschönen Einheitenbox, die ihr da habt, ne? Wo ihr dann auch mal dieses grüne Feuer seht. Richtig coole Einheit. Das Einzige, was ich bei dieser Einheit nicht so toll finde, ist so die Modelle. Ich zeige es euch einmal. Ne? Die Modelle sehen eigentlich fast alle gleich aus. Das sind alles die gleichen Posen. Der eine hat halt mal die Hände hier so nach hinten. Ne? Ihr seht das so. Der hat diese Denkerstellung. Ne? Und die vorne stehen haben halt ihren Wildfire-Ball in der Hand. So in Form. Ne? Ja, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Ne? Wenn man so die anderen sieht, hier, die Ritter natürlich sehr schön modelliert. Und hier so der Zauberer. Klar, so ein Zauberer ist natürlich langweilig. Aber hat natürlich, dafür hat der Zauberer natürlich viel, viel Power, viel Macht. Und das macht er mit seinem Wildfire natürlich dann sehr, sehr weg. Ja, das war's so mit einer kurzen Folge. Einfach mal euch die
Pyromancers vorzustellen. Wie gesagt, eine coole Einheit. Macht Spaß zu spielen. Ich habe es bis jetzt, eigentlich muss ich auch sagen, ich habe jetzt auch sie erst zweimal benutzt und beides Mal habe ich sie falsch gespielt. Was heißt falsch gespielt? Ich habe einfach zu defensiv damit gespielt. Und das war halt der Fehler. Das ist wirklich eine Einheit, die von Aggression lebt, die nach vorne gepusht werden will, die nach vorne muss. Weil wenn man so lange wartet, wie ich euch schon gesagt habe, und der Gegner hat Bogenschützen oder Abro-Schützen, wenn ich gegen Lannister spiele, auch die Nachtwache hat Fernangriffe, wenn ich natürlich da schon die ersten Verluste erleide und dann einen Paniktest machen muss, weil vielleicht eher irgendein Commander da drin hat, irgendein Upgrade, wo ich auch einen Paniktest ablegen muss, oder dann nochmal mit einer schlechteren Panikwert, dass ich dann vielleicht auch nochmal minus 1 oder minus 2 bekomme, da kann die Einheit natürlich sehr, sehr schnell weg sein. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr diese Einheit spielt. Das ist so, ja, Lotto-Spiel, sage ich einfach mal so. Man muss halt da wirklich ein, zwei, drei Spiele mitmachen, dass man wirklich die wahren Stärken, die wahre Macht dieser Zauberer dann auskennt, dass man die wirklich gut aufs Spielfeld bekommt. Aber dann, wenn ich einmal es raus habe, wie ich sie spielen muss, werdet ihr dann merken, dann wird euer Gegner sehr, sehr deprimierend sein und ihr werdet sehr, sehr viel, viel Freude haben, weil so eine Einheit kann natürlich viel, viel zerstören. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurze Folge von unserer Einheit in der Lupe mit den Pyromancers bei Lannister. Es geht demnächst weiter dann mit den nächsten Einheit. Da werde ich mal die Kavallerie rausgraben. Da werden wir dann auch mal wieder ein paar Upgrades haben. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, es gefällt euch das Format, das wir dann hier im deutschsprachigen YouTube-Raum haben. Wenn ihr Anregungen habt, irgendwas anderes haben wollt, Regel-Tutorials, also irgendwas, was euch für den Spiel interessiert, was ihr unbedingt wissen wollt, sagt mir bitte in die Kommentare, schreibt, dass wir das dann umsetzen können. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich, das Song of Ice and Fire auf unserem Kanal zu zeigen. Und da freue ich mich natürlich über jedes Feedback, was ich dann aus der Community bekomme, wenn ihr irgendwann sagt, ihr wollt was anderes haben oder das einheitliche Lupe-Format gefällt euch so nicht. Sagt mir bitte, ich freue mich, wie gesagt, über jedes Feedback. Durch Feedback kann man besser werden, durch Feedback kann man natürlich auch Veränderungen machen. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir einfach, warum. Ist einfacher, klar, es ist mehr Arbeit, einen Kommentar zu schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat, als einen Daumen runter zu machen. Aber wie gesagt, ich mache das hier als Hobby. Ich freue mich natürlich über jedes Feedback und sage ciao und wir sehen uns. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, denkt, was meine Tochter mir gesagt hat, denkt an die Glocke, abonniert den Kanal und ich freue mich und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Daniel.